Oh Leute, jetzt ganz genau zuhören. eWeber.com bietet jetzt mittlerweile sogar PS4-Spiele an, die ihr günstiger kaufen könnt, als ihr es sonst gewohnt seid. Aus dem Shop, aus dem Laden, von Amazon oder. Das heißt, wenn ihr Interesse habt an einem geilen Game, nutzt den Code Shappy für 3%. Dazu kriegt ihr noch einen Euro hinterhergeschmissen. Und wenn ihr PSN-Karten braucht, klappt das genauso. Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Was ihr jetzt seht, ist, wenn ihr einen 4K-Monitor habt, dann seht ihr jetzt auch 4K-Gameplay von unserem nagelneuen COD. Call of Duty Modern Warfare. Es ist nicht mehr lange, bis wir es im Multiplayer endlich sehen können. Am 1. August, das heißt in, knapp eineinhalb Wochen, haben wir das erste öffentliche Multiplayer-Reveal. Das heißt, wir werden Herrschaft sehen, TDM suchen, zerstören. Noch vielleicht ein paar neue Waffen, obwohl wir Stand jetzt, mit dem, was ihr jetzt seht, diese Waffen sind ja gerade erst mit dem 4K-Gameplay von Infinity Ward hochgeladen worden. Wir sind jetzt schon bei genauso vielen Waffen, wie wir bei Black Ops 4 zum Start des Games hatten. Und wenn ihr überlegt, dass wir noch fast 3 Monate weg sind von dem Start und wir noch längst nicht alle Waffen gesehen haben, dann kann ich euch nur eins sagen. Wir haben endlich das, was wir schon wirklich seit über einem Jahr bei Black Ops 4 bemängeln. Wir haben endlich die Auswahl an Waffen, die das Game oder das Spielerlebnis um einiges besser machen. Wir haben neue Pistols, neue Raketenwerfer, neue Sniper, halbautomatische, wir haben Sturmgewehre, MPs, es gibt Shotguns, es gibt so viele neue Sachen, die jetzt in diesem 4K-Gameplay zu sehen sind. Mittlerweile und jetzt, wo wir auch die ganzen lauten, nervigen Streamer nicht mehr sehen und die verpixelten 900 Pixel, die wir da beim Stream hatten, sieht das Game auch wirklich richtig gut aus und man kann sehen, warum Infinity Ward die letzten 4 Jahre an einer nagelneuen Grafik-Engine gearbeitet hat. Als wir die Streams gesehen haben, war ich sehr, sehr enttäuscht davon, weil ich dachte, die Grafik-Engine sieht tatsächlich noch schlechter aus als das, was wir bisher haben. Aber wir müssen ganz ehrlich sein, jetzt mit dem 4K-Gameplay ist das eine ganz andere Geschichte. Was für uns absolut wichtig ist, wir haben nicht nur die neuen Waffen, hier ist zum Beispiel ein neues LMG, sondern wir haben seit gestern auch den Termin für die Modern Warfare Beta. Und das ist unglaublich, Leute. Am 1. August, wie ich eben gesagt habe, werden wir auf jeden Fall den ersten Einblick in den Multiplayer bekommen. Mit verschiedenen Modi, vielleicht 6 gegen 6, 5 gegen 5, das weiß ich jetzt noch nicht. Was wir 20 Tage später bekommen, das wird euch, glaube ich, alle freuen. Und zwar, die Beta geht online am 20. August. Es gibt einen YouTube-Channel, den habe ich unten verlinkt, der war auch schon bei Black Ops 4 und vorher bei WW2 immer sehr, sehr gut informiert und auch schon Wochen bevor Dinge wirklich an die Öffentlichkeit kamen. Und in dem Fall hat er es wieder getweetet gestern, also erstmal mit Vorsicht, es ist nicht hundertprozentig bestätigt, aber es passt einfach sehr gut rein. Und er hatte in seinem Video dann darüber gesprochen, dass die Beta für den 20. August veröffentlicht werden soll. Es wird 2 Wochenenden geben, das heißt, so wie wir es in Black Ops 4 hatten, wir werden ein Wochenende bekommen, dann wird es vielleicht 1 oder 2 Wochen Pause geben, wo die Entwickler ein bisschen an den Sachen arbeiten, was wir als Community als Feedback geben können. Und kurz danach wird es dann nochmal ein Beta-Wochenende geben. Eine wichtige Sache, und da tut es mir für alle Xbox- und PlayStation- und PC-Spieler wirklich leid, die Beta am 20. August wird nur für PlayStation sein. Xbox und PC schaut mal wieder komplett in die Röhre. Das wiederum ist aber für mich keine Überraschung. Ich habe schon vor Wochen gesagt, dass das Crossplay hier sehr, sehr interessant werden wird, weil wie kann man Crossplay spielen, wenn wir auf der PlayStation andere Waffen, andere Updates haben, 7 Tage bevor Xbox und PC hinterherhängen? Einige haben mir geschrieben, es ist Unsinn, es gibt diesen Sony-Deal nicht mehr, aber wie ihr seht, ich habe es euch gesagt, ich hatte recht, natürlich gibt es den immer noch, der läuft glaube ich noch 2 Jahre, der Vertrag, und in dem Fall ist es so, die PlayStation-Spieler werden mal wieder bevorzugt. Ich persönlich als PlayStation-Spieler werde mich darüber nicht beschweren, finde es aber komplett unsinnig. Genauso, und das ist so ein Problem, was wir hier generell haben und auch eins der Themen heute, was neben der Beta natürlich für uns wichtig ist, die Community wird immer wieder in mehrere Teile gespalten. Und es wurde ja ganz klar gesagt, kurze Info, ihr habt das rechts gesehen, rechts oben bekommt ihr so kleine Infos. Unter anderem bekommt ihr da auch die Info, wenn ihr auf einer 5 oder 10 Killstreak seid. Das letzte Mal, dass ich das gesehen habe, und das sehen dann alle, die gerade mitspielen, war bei Call of Duty Ghost. Und ich habe generell das Gefühl, dass unglaublich viel
aus dem Ghost-Universum oder bei dem, was man vielleicht geplant hat. Vielleicht hatte man auch eine längere Zeit die Idee, hier doch eher einen Ghost-Ableger zu machen, ist hier in das Spiel mit eingeflossen. Und ich als Ghost-Fan bin natürlich ein großer Fan davon. Ob das jetzt das Anlehnen hier ist, ob das nachher ganz normal die Streaks sind, die rechts oben angezeigt werden, auf welcher man ist, ob das einige Game-Mechaniken sind, wie zum Beispiel der Timer auf der Granate. Ich bin auf jeden Fall voller Vorfreude mittlerweile. Nicht mehr ganz so skeptisch wie bei dem Reveal mit den Streamern, weil mir da die Grafik einfach nicht gefallen hat. Was dazu kommt, es wurde von Infinity Ward bestätigt. Wir haben das erste COD seit, ich glaube, 6 Jahren, wo wir keine Punkte-Streaks bekommen, sondern Kill-Streaks. Bisher war es so, ihr konntet im Prinzip 0 Kills machen, 10 Herrschaftsflaggen einnehmen, dafür habt ihr Punkte bekommen, dann konntet ihr irgendwo einen Assist bekommen, in früheren Games waren das 50 Punkte und damit, mit diesen Punkten, hat sich eure Kill-Streak dann aufgeladen. Und hier ist es jetzt so, im neuen Modern Warfare, ihr bekommt eure Streaks nur mit Kills, das heißt Punkte zählen nicht mehr dafür. Und das, meine Freunde, ist wirklich eine gute Info, weil das letzte Mal, wenn ich mich recht erinnere, bei Call of Duty Ghosts so war. In WW2 gab es, glaube ich, eine Division, bei der man das so wechseln konnte, aber hier ist es natürlich perfekt. Und hier seht ihr, das ist David Mickner, der ist bei Infinity Ward zuständig. Viele Leute haben ja gesagt, hey, wir haben 11 neue Waffen in dem Game hier gefunden. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Dadurch, dass einige Aufsätze, einige Waffen ganz anders aussehen lassen, als sie sind, ob das ein Visier ist, ein Schaft, ein Griff oder sonst was, haben einige Leute die gleiche Waffe als zwei verschiedene gezählt. Dementsprechend, wir haben insgesamt 9 neue Waffen in diesem Trailer, den ihr hier seht, beziehungsweise in diesem Footage, plus eigentlich eine 10. und zwar, wenn man ganz genau hinguckt, später ein Raketenwerfer. Das war schwer zu erkennen, aber nichtsdestotrotz absolut genial, dass wir so viel schon sehen können. Wir kriegen auf jeden Fall langsam Vorgeschmack. Das mit der Punktestreak statt der Killstreak, beziehungsweise Killstreak statt Punktestreak, finde ich sehr, sehr gut. Das gefällt mir absolut. Jetzt hoffe ich natürlich nur, dass wir wirklich vielleicht einen Hater bekommen, einen Advanced UAV, irgendwas in der Art, weil ich muss euch sagen, im WW2 hatten wir es nicht, im BO4 haben wir es nicht. 3 Jahre ohne reicht mir persönlich komplett. Eine Sache, die wirklich sehr, sehr wichtig sein wird, ist, wie wird das Crossplay hier in Modern Warfare später laufen? Denn eins müssen wir unbedingt bedenken. Wenn wir mit PlayStation, Xbox und PC spielen, muss es gewährleistet sein, dass PC-Spieler nicht mit Maus und Tastatur spielen können. Es muss irgendwie gewährleistet sein, dass wir eine Party zusammen haben können. Denn wie soll der Game-Chat laufen, wenn es über verschiedene Plattformen läuft? Ich kann es euch persönlich ganz ehrlich nicht sagen. Ich habe keine Vorstellung, wie das Ganze laufen wird. Ich kann mir vorstellen, dass wir entweder am 1. August oder am 20. August, wenn die Beta offiziell endlich draußen und spielbar ist, dass wir dann neue Informationen dazu bekommen. Bisher sind veröffentlicht worden 24 Perks. Das sind, ich glaube, doppelt so viele wie in Black Ops 4. Natürlich haben wir in Black Ops 4 einige Perks, die sozusagen jetzt Aufsätze auf Waffen sind. Zum Beispiel Hybridmagazin mit schneller Nachladen. Das ist Sleight of Hand gewesen oder schnell Nachladen in Black Ops 3 als Beispiel. Hier ist es eher ein Waffenaufsatz. Hier in Modern Warfare sieht es aber so aus, als wenn wir deutlich mehr Perks für die Charaktere bekommen und deutlich mehr Ausrüstung oder Perks für die Waffen, was ich sehr, sehr angenehm finde. Denn alles, was ein COD dazu bringt, vielfältig zu sein und auch lange Zeit spannend zu sein und viel Content zu bringen. Ich denke nur an kleine Guides, Waffenguides, Exclusive Ace. Das hier ist sozusagen das, was er jetzt auch gestern benutzt hat. Das ist natürlich großartig für den und für mich, weil ich mich darauf freue. Und Content ist das, was wir alle gerne bei YouTube machen. Deshalb habe ich hier auch volle Hoffnung, dass wir in diesem COD hier über Monate, wenn nicht sogar Jahre, echt bekommen, was wir wollen. Ein kleines Manko hat das Ganze jetzt aber. Eigentlich hieß es die ganze Zeit, Blackout soll als Battle Royale von COD ca. 3 Jahre entwickelt und halten, bis etwas Neues dazu kommt. Und ich war der felsenfesten Überzeugung, dass wir bei einem Singleplayer in Modern Warfare, Spec Ops und dem Multiplayer kein Battle Royale bekommen. So wie jetzt die letzten Gerüchte aber sind, scheint es doch so zu sein, dass ein Battle Royale irgendwie mit diesem Spiel zusammenhängt. Was ich mir nur eigentlich vorstellen kann, weil man damit die Playerbase, wie ich es eben schon angesprochen habe, wieder auseinandertrennt. Einige spielen dann Blackout, einige spielen den neuen Battle Royale, einige spielen Multiplayer. Dass man den Battle Royale von Modern Warfare sozusagen separat anbietet. Entweder verkauft oder umsonst wie Fortnite, so dass man sich da Skins, Waffen etc. kaufen kann.
Da bin ich gespannt, da habe ich leider überhaupt keine Informationen. Das ist also reines, pures Raten, Hoffen und Schätzen. Da werden wir aber rechtzeitig mit Sicherheit noch die Infos bekommen, ob es jetzt ein Battle Royale wirklich gibt, ob es den vielleicht gar nicht gibt oder in welchem Ausmaße der Teil des Spiels ist oder vielleicht separat ein eigenes Spiel für sich. Ich auf jeden Fall freue mich extrem. In 10 Tagen gibt es endlich den ersten Multiplayer-Einblick. Ich hoffe, dass wir noch ein paar neue Maps sehen. Ich habe das Gefühl, dass wir ein gutes COD ja vor uns haben. Aber wie gesagt, ich bin sehr skeptisch, denn bei Black Ops 4 haben wir das auch gedacht und die allgemeine Meinung, wie Black Ops 4 ist, ist ja jetzt kein großes Geheimnis. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt mit den neuen Waffen. Ich hoffe, ihr werdet das Game genauso genießen wie ich. Ich hoffe, wir können es genießen. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Ich würde mich drüber freuen. Ich bin raus, meine Freunde. Haut rein.